Hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines Cedar Bay. In der letzten Folge haben wir unsere Wohngebiete stark erweitert und haben da jetzt noch einige Aufgaben offen. Allerdings müssen wir uns gleichzeitig auch um weitere Industriegebiete und Gewerbegebiete kümmern. Wir schauen am besten gleich mal, denn wir haben einiges zu tun, auf jeden Fall, dass wir hier in dieser Folge eigentlich alles schaffen sollten. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen werden, aber gucken wir mal. Also, wir haben, wie gesagt, dieses Wohngebiet hier beim letzten Mal gebaut und haben jetzt einen sehr, sehr hohen Bedarf an Industrieflächen und auch eine mittlere Nachfrage bei Gewerbegebieten. Und wir brauchen auf jeden Fall auch Geld. Also, dieses Problem haben wir auf jeden Fall auch noch. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wir hatten ja das Wohngebiet eingerichtet. Und wir hatten ja festgestellt, auch unter anderem, dass wir dort eine etwas zu geringe Bildung haben. Da könnten wir jetzt das Budget natürlich für die Schulen hochsetzen. Allerdings werden wir damit auch nicht das ganze Gebiet abdecken. Von daher würde ich hier gerne eine andere Lösung wählen. Da würde ich hier hinten gerne eine weitere Schule bauen. Auf jeden Fall soll das erste Ziel sein. Und neben unserem eigentlichen Ziel natürlich den nächsten Meilenstein zu erreichen. Und ich sehe gerade, der ist auch kurz davor, dass wir den erreichen. Wir haben eine Bevölkerung von etwas über 2600 Einwohnern. Ja, und dann haben wir hier die boomende Kleinstadt, da haben wir die Marke von 2800 Einwohnern, die wir erreichen müssen. Da sind wir jetzt also ganz knapp davor. Also sollten wir uns wirklich erst einmal noch um die Bedürfnisse unserer Einwohner kümmern. Ja, und bevor wir das aber machen können, hier hinten eine Schule zu errichten, sollten wir uns das Baugebiet schon mal anschauen. Denn ich habe da ein bisschen was vor. Ja, gehen wir mal aus dem Kameramodus wieder raus. So, ist das besser? Ihr wisst ja, wir arbeiten hier mit vielen Assets. Hab da auch ein sehr, sehr schönes mir schon ausgesucht für. Und zwar die Red Hawk Elementary School. Beziehungsweise Elementary School, genau, da ist es schon. Und die möchte ich gerne hier platzieren. Die passt auch dazwischen. Und das werden wir auf jeden Fall mit dem Anarchy Mod machen. Sobald wir das Geld dafür haben, das ist jetzt hier nicht sichtbar, wie viel wieder, wie groß sie denn wirklich ist. Und das würde ich hier auf jeden Fall gerne platzieren. Jetzt gucke ich gerade, wo wir hier noch etwas machen, denn ich möchte hier auch gerne zusätzlich, das werden wir auf jeden Fall gleich mal vorbereiten, dass wir die Flächen nämlich aussparen, dass wir hier eine Straße anlegen und zwar ein Parking-Lot. Als Straßenausführung, ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Asset, beziehungsweise eine schöne zusätzliche Funktion. Und das würde ich gerne hier durchziehen. Dann haben wir rechts noch genug Platz für die Schule. Dann nehmen wir auch schon mal die Zuweisung für das Gebiet weg. Und bei der Straße müssen wir dann noch zusätzlich die Parkingslots selber setzen, also die Parkflächen. Das werden wir hier mal machen. Das passt hier sehr gut rein. Und da brauchen wir auch den Anarchy Mod für, damit das funktioniert. Den habe ich jetzt aktiviert. Den habe ich auf einer Tastenkombination liegen. Und dann geht das alles etwas einfacher. Braucht man nirgendwo hinklicken. Dann geht das alles etwas schneller. So, versuchen wir den mal hier so gerade wie möglich einzupassen. Oh, passt nicht ganz. Hinten ist es nicht ganz gerade. Aber ich glaube, das sollte jetzt passen. Schauen wir nochmal ganz kurz. Ja, das passt ganz gut. Dann haben die hier zusätzliche Parkflächen hinter der Schule, die wir denn hier gleich bauen werden. Die kostet uns, schauen wir mal ganz kurz nochmal, da ist sie. Die kostet 19.000, wir haben im Moment 13.450. Wir lassen das mal einfach weiterlaufen. Ich gebe mal hier ein ganz kleines bisschen Geschwindigkeit zu. Gehen wir wieder auf unsere 60% hier von der Stufe 2. Das sollte ganz gut sein. Können wir uns in der Zwischenzeit etwas kurz noch etwas anderes anschauen. Denn wir hatten ja beim letzten Mal auch uns um die Polizeiabdeckung gekümmert. Und hier das Polizeirevier oder bis also das Police Department, das City Police Department eingerichtet. Und wie man erkennen kann, hier weht jetzt auch eine amerikanische Flagge davor. Ist mir aufgefallen, dass wir den Flag Replacer Mod nicht installiert hatten. Das habe ich nachgeholt und dann alles auf amerikanische Flaggen eingestellt. Also wenn hier irgendwo Flaggen auftauchen, sollten nur noch amerikanische zu sehen sein. Und wo wir schon bei dem Polizeirevier sind, da hatten wir über die Vehicle Options eingestellt, dass für die Polizei lediglich die amerikanischen Fahrzeuge, die ich hier installiert habe, eigentlich spawnen sollten. Aber hat mich das System bis unser Spiel etwas ausgetrickst. Jedes einzelne Gebäude hat auch nochmal die Festlegung, welches Fahrzeug da spawnen darf. Und das werden wir jetzt auf zufällig stellen und dann werden nur noch amerikanische Fahrzeuge, zumindest von diesem Gebäude ausgehend, ja, erscheinen. Und die anderen werden dann nach und nach verschwinden.
Gut, daher möchte ich mich gern nochmal um die Feuerwache hier hinten auch kurz kümmern. Da haben wir nämlich genau das Gleiche. Da stellen wir mal die Feuerwehrfahrzeuge auch noch um. Das machen wir hinten bei der zweiten Feuerwache auch nochmal ganz kurz. So viel Zeit muss sein. Uns hetzt ja keiner. Also wenn wir auch hier in die Feuerwehrfahrzeuge gehen und das normale Löschfahrzeug, das Vanilla-Löschfahrzeug rausnehmen. Das werden wir mal deaktivieren. Und dann werden hier nur noch amerikanische Fahrzeuge spawnen. Ich habe hier zwei installiert, die sind ganz nett. Einmal ein großes Fahrzeug mit Drehleiter und dann noch einen Chevrolet Trailblazer in einem wunderschönen Rot. Das sieht auf jeden Fall besser aus. So viel dazu. Ich glaube, wir haben noch die Kliniken, die auch noch Fahrzeuge spawnen. Da machen wir das mal für diese grundlegenden Geschichten noch. Hier hinten haben wir noch die Ambulance Station. Da spawnen jetzt auch die normalen Krankenwagen. Das möchte ich nicht. Da werden wir auch auf zufällig stellen, obwohl das nicht ganz zufällig ist. Ich guck mal ganz kurz ins Gesundheitswesen, dass dieses Fahrzeug ist, irgendwie geht gar nicht. Ich weiß nicht. Da haben wir hier die Ford Ambulance. Die sieht doch viel passender aus. Sieht auch optisch deutlich detaillierter aus. Also werden wir den Krankenwagen, die normalen, auch deaktivieren. Die jetzt im Einsatz sind, die sollen wir noch weiterfahren. Aber die anderen Fahrzeuge, da werden dann keine von diesen hässlichen Vanilla-Fahrzeugen spawnen. Es tut mir leid. Also die finde ich wirklich sehr, sehr schlecht. Also das sollte nach all den Jahren doch vielleicht mal ein Upgrade bei den Models geben. Gut, jetzt sollen wir uns auf jeden Fall auch noch um die Gewerbegebiete kümmern, aber da werden wir einen ganz kleinen Moment mit warten, denn sie sind ganz, ganz kurz davor, die Meilensteine zu erreichen und wir haben gleich genug Geld zur Verfügung, um die Schule zu bauen. Wir können sie uns eigentlich schon mal auf die Maus legen. Jetzt haben wir die 19.000 gerade erreicht und dann haben wir hier die sogenannte Red Hawk Elementary School. So, die wird jetzt hier nicht ganz reinpassen, beziehungsweise würde normalerweise nicht reinpassen. Ich schalte mal Anarchy aus und jetzt sieht man es aufgrund der schrägen Kante, aufgrund des nicht 90 Grad Winkels hier, würde es nicht reinpassen, aber dank Anarchy passt es rein. Und gehen wir mal aus dem Baumodus gleich wieder raus und schauen uns das mal an. Das geht natürlich nicht, die geht natürlich hier auf den Gehweg raus. Das heißt, die werden wir mal mit MoveIt ein bisschen nachjustieren und an den normalen Straßen, an den jetzt vertikalen Straßen ausrichten. Gucken wir mal, dass wir das so möglichst gut hinkriegen. Schieben wir es hier drüben hin. Hier drüben ist mir noch ein Eingang. Das sollte jetzt doch eigentlich ganz gut sein. Und hier drüben ragt auch nicht mehr bis auf den Gehweg. Und wir ziehen sie am besten noch ein ganz klein bisschen nach hinten. Das sollte auf jeden Fall besser aussehen, wenn wir sie noch ein ganz klein bisschen in die Richtung schieben. Ja, wir können das Design draus machen, aber so ein bisschen sollte es doch schon. Ja, auf Optik möchte ich hier doch schon auf Optik achten. Ihr wisst, das hatte ich auch in den anderen Folgen auch schon erwähnt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Schule. Das sollte auf jeden Fall auch dabei helfen, dass sich dieses Wohngebiet hier erweitert. Wir sehen auch, wir haben hier noch weitere Gebäude installiert, beziehungsweise Assets installiert, die im Vanilla nicht vorkommen. Das hier ist ein Gebäude, das wir, glaube ich, kriegen wir auch über Rico raus. Rico ist auch installiert. Hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Nee, sehen wir jetzt hier nicht. Ist auch egal. Aber Electric Set ist ein amerikanisches, sehr schönes Set. Könnte man hier auch als District Theme, also als bevorzugtes Bauthema verwenden. Möchte ich nicht, da alle niedrigen Stufen nur diese Baustellen dann sind. Und das sieht nicht so gut aus. Und ich glaube, die Vanilla Assets, wenn man sich das hier so anschaut, bei den beiden, sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus. Sind ein paar europäische Häuser mit dabei hier. Aber nun gut, das werden wir nach und nach ausgleichen. Wir können nicht alles gleich zu Anfang so haben und ein bisschen Ausbau müssen wir ja auch noch machen. Und apropos Ausbau, ich sehe da hinten gerade was. Hier unsere Clarifier, die laufen ganz schön über. Also da ist ziemlich viel Müll vorhanden. Ich glaube, wir sollten hier nochmal ein kleines bisschen Zeit investieren und das etwas korrigieren. Das heißt, beziehungsweise, das werden wir mal kurz fassen. Und zwar habe ich hier ein sehr schönes Asset. Das ist ein ganz günstiges, kostet uns 1500 OHP. Wir werden mal ganz kurz auch die Zeit stoppen. Wir haben nämlich gerade den nächsten Meilenstein erreicht. Wir sind jetzt bei 2801 Einwohner. Und kommen wir nochmal zu dem Recycling Hub hier zurück. District Recycling Hub ist ein schönes kleines Asset, kostet 1500 und bringt uns eine zusätzliche Müllentsorgung und ist recht klein, kann man immer wieder auch wunderbar in Wohngebiete platzieren, das keine Lärmbelästigung hat. Und zusätzlich, wenn wir uns da die Werte anschauen, kostet es nur 80 Unterhalt die Woche und spawnt drei Müllfahrzeuge. Und das hilft auf jeden Fall.
um den Dreck in der Stadt unter Kontrolle zu kriegen. Ja, verwende ich sehr, sehr gerne. Ist schon das Set, das ich schon auch vor Jahren, als ganz am Anfang entdeckt habe. Ist ein sehr altes Set, aber ein sehr, sehr gutes, wie ich finde. So, haben wir das hier. Dann kümmert man sich jetzt darum, dass das hier gleich entsorgt wird. Wir lassen mal kurz weiterlaufen. Jetzt mit dem Meilenstein ist auch egal im Moment. Erst einmal sollten hier gleich Müllfahrzeuge auftauchen und dann dafür sorgen, dass hier der Müll abgeholt wird. Da ist auch schon das erste Fahrzeug. Da würde ich auch sagen, wir gucken mal ganz kurz. Hier können wir nämlich auch die Müllfahrzeuge festlegen. Machen wir das gleich ordentlich. Gehen wir hier auch auf zufällig. Gehen nochmal in die Advanced Vehicle Options und schauen uns mal die Müllfahrzeuge an. Oh, ich glaube, die gehen. Das geht eigentlich auch. Die sind eigentlich alle ganz in Ordnung. Würde ich sagen, brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Haben hier ein bisschen Abwechslung. Haben wir insgesamt 5 Fahrzeuge. 3 zusätzliche aus dem Steam Workshop. Und 2 aus dem Vanillaspiel sozusagen. Gut, ist das Problem hier auch beseitigt. Sehr, sehr schön. Und da würde ich mich, wenn wir jetzt schon hier gerade sind, gleich mal darum kümmern. Wir sollen ja auch Industriegebiete bauen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Denn da haben wir hohe Nachfrage nach. Und das treibt dann auch unsere Einwohnerzahl nach oben, wenn hier mehr Arbeitsplätze sind. So, also fangen wir mal mit der Zufahrt an. Und da würde ich sagen, das hier in dem Kreisverkehr geht gar nicht, denn die Streifen, die man hier an der Seite hat, das sind Parkflächen. Also da werden Fahrzeuge abgestellt im Kreisverkehr. Bitte nicht, jedenfalls nicht an diesem. So, also würde ich sagen, gehen wir mal wieder in die Heavy Roads, also die Straßen aus dem Roads United Set. Da würde ich sagen, machen wir hier gleich mal einen wirklich großen Kreisverkehr draus. Das heißt, wir gehen mal auf 3 Spuren raus. Kostet uns auch ein kleines bisschen Geld, wenn wir das vergrößern. Aber das hilft auf jeden Fall bei 3 Spuren. Und wenn Sie jetzt es halbwegs intelligent nutzen, dann wird auch frühzeitig auf die richtige Spur gewechselt und sollte hier durchgehenden Verkehr auch etwas minimieren. So, das ist das erst einmal gewesen. Dann würde ich sagen, sollten wir auch uns um diese Zufahrtsstraße zum bestehenden Industriegebiet kümmern. Da würde ich sagen, nehmen wir mal eine asymmetrische Straße. Finde ich hierfür ganz passend. Wenn wir hier mal den Teil erstmal schon mal austauschen. Und da würde ich auch sagen, den vorderen Teil, kurz bevor es in den Kreisverkehr geht, sollte andersrum gestaltet sein, dass also 2 ausgehende Spuren sind. Hat es gerade auch gesehen, die Polizei hat gerade überholt. Das ist, glaube ich, ganz günstig. Und den hinteren Teil werden wir genau umgekehrt bauen. Das ist schon richtig jetzt. Aber man kann ja die Symmetrie durch Rechtsklick, durch das Upgrade immer verändern. Er hat jetzt hier gerade Probleme gehabt. Das sah gut aus. So, und dann setzen wir das hier mal fort. Hier müssen wir auch noch was korrigieren. Da haben wir beim letzten Mal ja mit den Industriestraßen, mit den mittleren gearbeitet. Wenn wir schon hier sind, machen wir das gleich mit. Und da haben wir diesen Teil nicht geupgradet. Das tun wir mal kurz nach. Dann sieht das alles einheitlich aus. Und jetzt würde ich auch sagen, jetzt nehmen wir diese Verbindung hier, damit auch die Fahrzeuge mehr Fläche haben und machen eine einfache Erweiterung für dieses, ja, generische Industriegebiet, denn da brauchen wir wirklich viel im Moment. Also würde ich sagen, ziehen wir das hier mal durch, nehmen wir auch wieder die Heavy Roads und da würde ich sagen, den mittleren Teil hier oder den Ausbauteil, den wir jetzt schaffen, den machen wir gleich mal 4-spurig. Oh, und hier gibt es auch denn wenig Probleme, weil es hier nicht zu Staus kommen kann, weil die nicht an die Straße rangebaut sind. Das ist also ganz gut, da den Streifen freizulassen. So, jetzt würde ich sagen, haben wir hier aber schon einen kleinen... Nee, ich glaube, das kann man so machen. Ich glaube, dann gehen wir hier nämlich mal weiter direkt und dann nehmen wir auch wieder die Industriestraße und erweitern dieses Gebiet hier einfach. Da würde ich sagen, machen wir das nochmal ungefähr die gleiche Länge. Und beziehungsweise nicht ungefähr, wir werden das auf die genau gleiche Länge setzen. Gehen wir hier auch noch raus und hier hin werden wir auch nochmal einen Mittelstreifen lassen. Ja, und dann ziehen wir das hier auch runter und das gleiche machen wir hier drüben auch. Auf das Industriegebiet möchte ich in dieser Folge gar nicht so eingehen. Ja, wir haben auch das Industries DLC, das heißt, wir haben auch ein paar zusätzliche Sachen zur Verfügung. Aber dazu kommen wir, glaube ich, eher in einer späteren Folge. Das möchte ich jetzt hier, wie gesagt, erst einmal nur mit der normalen Fläche machen. Und damit wir noch ein bisschen Entlastung schaffen, würde ich auch sagen, ziehen wir hier tatsächlich nochmal die Verbindungslinien beziehungsweise Verbindungsstraßen durch. Das sollte ganz gut sein. Jetzt könnte man dort hier hinten noch eine Verbindungsstraße schaffen. Aber da wir ein bisschen aufs Geld aufpassen müssen, ist das, glaube ich, nicht nötig. So, jetzt sind wir ganz um den Meilenstein erstmal drumherum gekommen. Ich würde sagen, wir stoppen mal ganz kurz und schauen mal in den Meilenstein, bevor wir denn hier die
Flächen anlegen. So, wir haben jetzt die boomende Kleinstadt erreicht mit 2800 Einwohnern. Da, was war die Voraussetzung? Wir haben jetzt das Transportwesen unter anderem freigeschaltet bekommen. Wir können Straßenbahn einsetzen, Taxis und so weiter. Also eine ganze Menge Busse, Postdienst ist freigeschaltet. Wir haben sehr, sehr viel, um was wir uns kümmern müssen. Eigentlich müssten wir die Geschwindigkeit ganz runtersetzen, aber dann verdienen wir auch kein Geld. So, wir schauen einfach nur mal ganz kurz durch. Es sind uns einiges an Straßen freigeschaltet worden, unter anderem jetzt auch die Autobahn, damit auch die Landstraßen. Ich bezeichne die gerne als Landstraßen. Es gibt hier also auch zweispurige Highways oder National Roads aus dem Roads United Set. Das ist eine sehr schöne Straße, also eine wirklich echte Landstraße mit nur zwei Spuren, für jede Richtung eine. Und wir bekommen ja auch generische Straßen aus dem, nee, das ist auch Roads United im Moment. Das sind die mit Beta gekennzeichnet, sind generische Straßen. Aber hier haben wir zum Beispiel jetzt auch Straßen mit Straßenbahngleisen. Wir haben eine vierspurige Autobahn, glaube ich. Das haben wir. Dann haben wir die Rural-Straßen. Ah ja, das sind dann auch noch zusätzliche Straßen, die passend zu den Wohngebieten sind. Und noch so einiges anderes. Ich scrolle jetzt mal ganz kurz durch. Wir haben Heizungsrohre, da müssen wir uns eigentlich auch noch drum kümmern. Und etwas ganz Wichtiges, was bei der Gesundheitsvorsorge jetzt dazu kommt, ist, dass wir Friedhöfe bauen können und später dann auch Krematorien. Aber da ich hier ja auch eines an der Sets installiert habe, ist hier bereits ein weiteres Krematorium, ein sozusagen niedrigstufiges Krematorium, enthalten bzw. schon freigeschaltet worden. Sonst würden wir das erst beim nächsten Meilenstein, der jetzt die geschäftige Kleinstadt ist, erreichen. Und da würden dann, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die Krematorien freigeschaltet werden. Wir schauen mal ganz kurz durch. Oder es ist noch eine Stufe höher, so wie es aussieht. Müssen wir ganz kurz schon mal schauen. Machen wir schon mal eine Vorschau auf die große Kleinstadt. Ich glaube, da kommen dann erst die normalen Vanilla. Das war ein Vanilla-Krematorium dazu. Scheint noch eine Stufe höher zu sein. Aber sowas aber auch jetzt hier. So, gucken wir mal ganz kurz. Gut, finde ich jetzt gerade nicht. Ist auch egal. Wir haben eins durch die Assets. Dann würde ich auch sagen, wir gucken mal ganz kurz in die Gesundheitsvorsorge schon mal vorsorglich rein. Dann brauchen wir uns da nämlich nicht drum kümmern. Mal sehen, wo es jetzt sich befindet. Da ist es auch schon, das Funeral Home. Und das kostet uns jetzt 15.000. Wir haben durch den Meilenstein auf jeden Fall ein bisschen Geld extra bekommen und könnten das auch gleich platzieren. Würde ich auch sagen, machen wir das gleich. Aber wir wollen jetzt ja nicht abschweifen. Wir waren beim Industriegebiet. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier neue Industriegebiete einrichten bzw. Flächen dafür. Und da würde ich sagen, da fehlt noch etwas. Und zwar würde ich sagen, wir ziehen noch mal eine Straße hier durch. Denn wenn die Fahrzeuge ankommen, sollen sie auch eine Möglichkeit haben zum Wenden und nicht die ganze Straße runterfahren müssen und hier einmal im Kreis, das ist sehr lang. Von daher würde ich sagen, ziehen wir hier nochmal eine durch und nehmen wir auch nochmal eine asymmetrische. Das ist ja die Ausfahrtsstraße, ich glaube, die ist auch genau so rum richtig, dass hier also die Ausfahrtsstraße einspurig ist, sich dann hier zweiteilt. Also ich glaube, das ist ganz gut. Und dann sollen sich da hinten ein bisschen verteilen. Ich hoffe, das funktioniert so. Und dann werden wir mal das Industriegebiet, wie gesagt, einrichten. Haben wir jetzt lange genug drüber geredet. Machen wir es. So, und da werden wir auch wieder die Kanten an den Zufahrtsstraßen freilassen. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Verkehr etwas flüssiger fließt. Denn beim Beladen und Entladen blockieren sie ja immer die Straßen. Und das sollen sie bitte nicht auf den Zufahrtsstraßen machen. Das wäre immer sehr ungünstig. Also nehmen wir hier auch die Mittelstreifen weg. Und dann werden wir hier auf jeden Fall noch dafür sorgen, dass wir hier Wasser bekommen. So, dann sollten wir erstmal mit dem Industriegebiet durch sein. Ziehen wir das hier einfach in der Mitte durch. Das sollte ganz gut passen. Dann ist erstmal alles abgedeckt und dann verbinden wir es noch. Und dann sollen die hier ihren Industrietätigkeiten einfach mal nachgehen. So, hätten wir das. Dann können wir auch die Simulation erstmal weiterlaufen lassen. Bevor wir jetzt zum Gewerbegebiet kommen, kümmern wir uns ganz kurz darum, dass wir das angesprochene Funeral Home hier mal bauen. Und ich würde sagen, das bauen wir auch hier ans Ende des Gebiets. Ich hoffe, das geht sich dann aus. Wir schauen mal ganz kurz, wie weit die Abdeckung ist, wenn wir sie anbringen. Ist natürlich etwas ungünstig. Vielleicht sollten wir es irgendwo tiefer reinsetzen, damit die Abdeckung etwas besser wird. Ja, das hier könnte auch ganz gut passen, wenn wir es hier an diese Straße setzen. Ja, ich glaube, das geht ganz gut, wenn wir das hier machen. Dann werden wir das mal machen. Und man sieht schon, jetzt reißt ja nichts weg, weil momentan ist der Anarchy Mod an und jetzt sollte das besser passen. Dann werden wir jetzt das Gebäude hier mal platzieren, gucken uns das gleich mal in Natura an. Es sieht jetzt hier mittendrin, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, es sieht auch mit den Abständen ganz gut aus. Ich glaube, das können wir einfach mal so lassen
und ja, aber jetzt hier einen Streifen freigelassen haben und ja schon gesehen haben, dass es immer mal wieder Müllprobleme gibt, würde ich sagen, ja, sollten wir uns auch darum noch kümmern. Also setzen wir hier hinten nochmal, jetzt gucken wir mal ganz kurz, es geht bis hier raus, das Gebäude ist relativ groß. Da setzen wir das mal hier hinten daneben. Ja. Oh, das passt, glaube ich, nicht ganz. Ich glaube, das sollten wir doch noch mal ganz kurz versetzen und packen es hier vorne an die Kreuzung. Das ist etwas gefälliger, glaube ich. Oh, da ist es besser. Genau, dann passt es auch mit den voreingezeichneten Betonflächen besser. Und dann malen wir noch ganz kurz das ein bisschen aus. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Und jetzt endlich nur darauf konzentrieren. So, und dann können wir hier noch die auch noch ausmalen. Oh, bricht da wieder die Kanten auf, dass das jemand nicht so schön finde. Aber so sieht es ganz gut aus. Gut, das können wir jetzt erstmal so lassen. Ist nicht perfekt, ist aber auch kein letztes Design hier. So, oh, das sollte uns optisch erst einmal genügen. Ich glaube, das geht ganz gut aus, wenn wir da so ein großes Gebäude drin haben. Ja, also mir gefällt das. Apropos Änderungen und so weiter, dahin fällt mir auch vielleicht noch etwas auf. Wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, dass die Fahrbahnmarkierungen nicht wirklich gut sichtbar sind. Ich habe noch mal ein bisschen den Farbton der Roads United Straßen runtergesetzt. Ergibt jetzt hier auch eine sehr nette optische Trennung zwischen dem Wohngebiet und dem Gewerbegebiet. Alleine schon, was die Straßenfarbe angeht. Ich glaube, das ist eine sehr nette Ergänzung. Auch hier hinten sieht man dann ein kleines bisschen mehr. Hier hinten haben wir, sehen wir auch, dass hier hinten andere in dem Kreisverkehr etwas nicht richtig ist. Ja, das ist ganz gut für sowas. Stimmt, da haben wir eine ganz normale Straße, ähnlich wie oben an dem großen Kreisverkehr. Ändern wir das auch mal ganz kurz. Dann nehmen wir dann auch nochmal die Industriestraße in der Einbahnstraßenversion. Und ich glaube, die ist auch falsch rumgebaut, wenn mich da richtig entsinne an die Folge, in der wir es gebaut haben. Ja, die Falle sind falsch rum. Dann drehen wir das alles mal. Ja, das ist auf jeden Fall günstiger. So, dann haben wir die beiden Kreisverkehre jetzt auch wirklich richtig oder alle drei Kreisverkehre richtig. Und ich glaube, es hat sich hier schon ganz gut entwickelt. Wir sind auch schon jetzt bei über 3000 Einwohnern mittlerweile. Wir sollen dringend was für unsere Gewerbegebiete tun. Ja, ist jetzt auch, dass der Bedarf für die Industriegebiete runtergegangen ist. Sehr gut. Und da möchte ich jetzt mich als nächstes rumkümmern. So, fangen wir mal direkt hier an und gehen mal hier rein. Und hier möchte ich gerne, ja, ich habe mir das auch mal angeschaut, ich habe die Simulation einfach mal weiterlaufen lassen von dem gespeicherten Spielstand aus. Und das ist gar nicht gut, wenn man jetzt also hier zum Beispiel zu dem Gebäude, was ich jetzt hier markiert habe, geht und von hier oben runterkommt, müsste derjenige, der hier hin möchte, erst einmal durch das Wohngebiet so rumfahren, weil er an diese Straßenseite ran möchte. Das heißt, wir sollten noch ein paar zusätzliche Straßen schaffen, damit das sich ein bisschen mehr aufteilt. Auch in Vorbereitung jetzt für die Vergrößerung. Das heißt, ich möchte jetzt hier eine von den kleinen vierspurigen Straßen erst einmal hier durchziehen. Das machen wir als allererstes. Das reißt dann zwar ein bisschen was weg, aber das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. So. Und dann gehen wir hier durch. Dann sind auch die Gebiete asymmetrisch, also beziehungsweise ungleichmäßig groß. Der ist hier 6 jetzt breit, der ist nur 5 breit. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wir werden schon mal alles mit Gewerbegebiet auszeichnen. Ich möchte eigentlich auch ein ganz klein bisschen was hier manuell machen, um was zu demonstrieren. Ja, hatten wir hier unten schon noch das Polizeirevier gebaut. Jetzt haben wir hier nur so einen Einerstreifen. Ja, und dann möchte ich hier vorne etwas bauen. Und da möchte ich gerne zum Rico-Mod kommen. Ja, der ermöglicht ja bestimmte Gebäude manuell zu platzieren, beziehungsweise man kann ja auch bestimmte Gebäude Rico zuweisen. Das möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht machen. Erst einmal, da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt zu. Ich würde jetzt gerne diesen Streifen hier mit einem einfachen, ja, Gebäude, mit einem Einer-Gebäude auf jeden Fall versehen. Da müssen wir, glaube ich, auch den Rico-Mod für benutzen. Nee, wir müssten mal das Gebäude da wegreißen. So, dann stoppen wir mal ganz kurz. Jetzt haben wir hier ein Check into Cache. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus, wenn wir das hier hinsetzen. Gucken wir uns das mal kurz aus der Nähe an, hier hinter dem Polizeirevier. Und na, da hier der Zaun noch ist, würde ich sagen, das korrigieren wir ein ganz kleines bisschen mit Move It. Schieben das mal hier vorne hin und dann ist der Zaun kaschiert, dann ist der weg und sieht eigentlich ganz nett aus. Hier ist auch noch ein Graffiti dran, das sieht man dadurch. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Das schieben wir noch ein ganz klein bisschen nach hinten. Dann passt es noch besser, dass es vorne mit der Kante dem Zaun da abschließt, aber der Zaun gerade so verdeckt ist. So, ich glaube, das ist ganz gut. Und dann können wir mal weitermachen, indem wir hier erst einmal die Kante korrigieren. Ja, schon fast wieder zu sehr im Design-Modus. Aber nun gut, wo ist das? So, passiert mir immer wieder. Denn Details sind mir immer wichtig.
Ja, passiert mir auch in anderen Spielen, dass ich mich da zu sehr auf Details konzentriere, aber egal. Wir haben ja niemanden, der uns hier hetzt. So, jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Wir sind hier im im Gewerbegebiet. Ich würde sagen, hier setzen wir auch nochmal direkt ein Recycling-Hub daneben. Setzen den mal ein bisschen nach hinten. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und dann möchte ich hier ein bisschen was bauen, manuell, bevor wir dann zu größeren Sachen kommen. Ja, nur mal so ein bisschen zeigen, was hier installiert ist und was auch zum Teil manuell wächst, was zu den Growbuilds gehört. Ich würde sagen, wir fangen erst einmal an. Da gibt es hier ein sehr, sehr schönes Gebäude. Ich muss es bis kurz finden. Da haben wir genau den O'Reilly Auto Parts Shop. Das ist ein sehr schönes Gebäude, ein großes. Das würde ich hier gerne platzieren. Aber auf der anderen Straßenseite, glaube ich, das ist ganz nett, wenn wir das hier platzieren. Reißt wieder die anderen Gebäude weg. Und ein bisschen was Größeres hier. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir das hier haben. Wir haben ja an der Seite aber, glaube ich, genau eine Zufahrt. Würde ich sagen, das justieren wir ein kleines bisschen nach. Hier ist nämlich nie so viel. Das schieben wir mit Move It auch ein kleines bisschen rüber. Oh, so ein bisschen Details sollen schon sein. Jetzt entstehen hier wieder die Cracks. Also schieben wir halt ein bisschen zurück, bis die verschwinden. Dann ist es, glaube ich, der richtige Abstand. Und da ist es auch schon verschwunden. Nein, nicht ganz. Aber gut, so ein kleines Loch kann bleiben. Wir haben ja daneben auch hier eingebrochene Oberflächen in dem Parkplatz. So, das soll das sein. Würde ich hier gerne noch zwei weitere Gebäude platzieren. Zum einen gibt es hier, schauen wir mal, dass wir ihn erstmal finden, bevor ich es anspreche. Schauen wir mal ganz kurz durch. So einiges jetzt, genau, hier haben wir es schon. Hier gibt es ein sehr, sehr schönes Gebäude. Ein Used Car Dealer, also ein Gebrauchtwarenhändler, der gleichzeitig mit Parkplätzen arbeitet. Also die Flächen füllen sich dann mit unterschiedlichen Fahrzeugen. Sieht also aus, als würde sein Angebot sich ständig ändern. Und bleiben wir hier bei dem Thema Autos auch gleich mal. Da gibt es noch ein wunderschönes kleines Asset, passt hier sehr, sehr gut hin. Genau, da ist er auch schon. Der Ready-to-Roll Used Tires Shop, also ein Reifenladen bzw. ein Reifenwechsel. Ja, den werden wir hier auch hinsetzen. Den machen wir aber jetzt mal mit Energy da rein. Ja, klippen wir die mal miteinander. Und dann gleichen wir das Ganze ein bisschen aus. Das heißt, den werden wir mal da ins Gebäude reinschieben. Dann sieht man da die Kante nicht mehr. Und hier haben wir noch eine kleine Seitengasse, aber das gefällt mir auch nicht. Also wenn wir das mal ein bisschen nach hinten schieben, dann sind die ineinander geklippt. Das ist ganz nett und passt gut zusammen, wie ich finde. Oh, gehen wir mal wieder raus hier kurz und lassen auch die Simulation weiterlaufen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Ich glaube, das sieht ganz nett aus. Oh, so ein bisschen Details müssen sein. So, und in der Zwischenzeit haben sich hier schon die ersten anderen Gebäude gebildet. Oh, haben wir jetzt ein bisschen was eingebüßt, aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal dieses Gewerbegebiet etwas vergrößert. Ich glaube, das sieht auch etwas amerikanischer aus, als es bisher der Fall war. Und jetzt würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter, das zu amerikanisieren, denn ich möchte hier jetzt gerne in dieses Gebiet reingehen und ein großes Gewerbegebiet bauen. Mal schauen wir nochmal ganz kurz, bevor wir anfangen damit, hier rein in Rico. Hab hier, gehen wir gleich mal die großen Gebäude auf jeden Fall, sowas wie zum Beispiel so Home Depot, also einen großen Baumarkt. Das können wir hier auf jeden Fall bauen und möchte dann zu solchen großen Gebäuden hier kommen. Und was für solche großen Gebäude auf jeden Fall notwendig ist, sind natürlich auch Parkplätze, ähnlich wie wir es drüben an der Schule jetzt gebaut haben. Also sollten wir jetzt hier erstmal die Vorbereitung schnell machen. Das heißt, wir werden mal die Straße hier wegnehmen. Die ist mir nämlich nicht gerade genug für die Sache. Das heißt, das wird sich jetzt hier alles gleich auflösen. Der da brennt, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Ist halt jetzt so, dann brennt der da halt. So, dann werden wir hier mal eine Zufahrt zu dem neuen Gewerbegebiet oder zu der Überarbeitung des Gewerbegebiets schaffen. Nehmen wir auch wieder die asymmetrische Straße. Das geht jetzt gerade nicht, weil der natürlich da brennt. Das ist natürlich sehr ungünstig. Da müssen wir erstmal warten, bis unsere Feuerwehr kommt. Jetzt blockieren die das hier. Wir nehmen mal die Geschwindigkeit kurz hoch und da kommt auch unser Löschfahrzeug. Da müssen wir uns das jetzt mal anschauen. Ich hoffe, die kriegen das jetzt schnell unter Kontrolle. Sehr schön. Gott, dann können wir jetzt nämlich auch weiterbauen. War aber schon das neue Gebäude abgerissen. So, jetzt würde ich hier vorne gerne anfangen. Wenn wir schon bei Rico sind, da habe ich auch ein sehr schönes Asset installiert, was auch sehr, sehr amerikanisch ist, was wir hier gar nicht finden in Deutschland. Das ist ein Taco Bell, den suche ich gerade. Mal sehen, ob wir den jetzt hier schnell finden können. Da muss ich ja irgendwo befinden. Weiß, dass er da ist.
also ein Schnellrestaurant, das Tacos anbietet. Da ist er auch schon. Und den würde ich gerne hier vorne mal hinsetzen, weil es ein wirklich sehr, sehr schönes Set ist. So, reißen wir den Rest mal weg. Ja, wie gesagt, sehr, sehr schön, weil er auch gleichzeitig noch einen Parkplatz mitbringt und sehr, sehr amerikanisch aussieht und gerade hier so eine Einfahrt zu einem Gewerbegebiet sehr, sehr gut passt. So, ich hoffe, der ist jetzt richtig platziert. Ich glaube, der ist nicht richtig platziert, denn hier drin möchte ich gerne mit kleinen Straßen weitermachen, so wie wir es schon hatten. Schauen wir mal ganz kurz. Ich glaube, das passt jetzt hier nämlich gerade gar nicht. Ja, ziehen wir erstmal die Straße nur ein Stück raus. Ne, der steht da über. Das ist gar nicht gut. Den müssen wir leider nochmal versetzen. Und da würde ich auch sagen, den reißen wir nochmal ab, damit er auch wirklich richtig platziert ist. Ich möchte dafür jetzt Move It an der Stelle mal nicht verwenden. Ja, setzen wir den mal hier hin. Und wenn ich mir das so anschaue, sollte das passen. So, dann kann sich das hier mal korrigieren. Das ist auch besser. Sieht ja an der Kreuzung, das mit den Parkplätzen, das sieht ein bisschen besser aus. So, und dann ziehen wir mal diese Straße, die ich da aufgezogen habe, gleich mal ein Stückchen weiter hier runter. Das sollte jetzt auch alles im 90-Grad-Winkel sein. Ja, man sieht es da sehr schön. Und das ziehen wir hier gleich mal ein Stückchen rein. Das können wir gleich später für das Gewerbegebiet auch nutzen. Wir gehen jetzt aber mal nicht an die Wohngebiete ran. Das führt eventuell zu Problemen, dass dann die, ja, die Zonen das da hinten aufbrechen. Das möchte ich gerade noch nicht. Also das muss reichen für den Moment. Und hier sollten wir noch mal ein ganz kleines Stückchen rausgehen. Das wird er jetzt eigentlich nicht ordentlich machen. Na doch, das geht gerade so. Naja, gut, ich glaube, wir reißen die aber noch mal weg und versuchen das manuell noch mal richtig zu machen. Da geht's auch. Das ist aber Millimetersache. Genau bis dahin wollte ich. Und dann ziehen wir jetzt hier im 90-Grad-Winkel, das ist das, was ich wichtig finde, hier eine neue Straße durch und nicht ganz bis nach hinten, denn da wird sie ans, ja, snappen, das möchte ich nicht. Jetzt sind diese Gebiete hier auch weg, denn hier möchte ich gerne auch nochmal mit einer Parkplatzfläche rangehen. Und das sollten wir jetzt auch noch in der Folge schaffen, bevor wir dann beim nächsten Mal, glaube ich, wenn ich mir die Zeit so angucke, dann zu was anderem, zu dem Ausbau der großen Gewerbeflächen kommen. So, dann würde ich sagen, ziehen wir hier erstmal eine Parallelstraße ein Stückchen auf. Ich hoffe, wir kommen auch mit dem Geld hin, sieht im Moment aber gut aus. Und dann werden wir hier auch nochmal die Parkingstraßen verwenden. Und da würde ich sagen, das ist ein gut gepflegter Parkplatz bzw. ein wichtiges Gewerbegebiet. Das heißt, da werden wir mal die richtigen verwenden. Das müssen wir jetzt hier auch mit dem Anarchy-Mod einklippen. Und das passt dann. Und dann kriegen wir hier große Parkflächen. Aber das lassen wir nochmal ganz kurz so. Und das werden wir dann hier noch erweitern. Und damit wir hier wenigstens das noch in dieser Folge auch sehen, würde ich hier gerne mir mal einen großen, ja, Supermarkt aussuchen. Hier ist zum Beispiel einer der sehr netten Whole Foods. Das ist wirklich ein großer. Der passt hier gut hin. Und dann werden wir den hier schon mal platzieren. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir setzen das nochmal fort. Wir setzen noch einen zweiten daneben. Müsste es noch einen zweiten großen hier geben. Dann haben wir hier Fresh Market. Der ist, glaube ich, nee, der passt nicht so ganz. Der ist mir ein bisschen zu hell für den Moment. Und vielleicht setzen wir auch einen Baumarkt daneben. Wir hatten uns den ja schon angeschaut. Das wäre auch eine Variante. Ich gucke mal ganz kurz durch, was ich hier noch finde. Oh, das ist auch sehr schön. Ein HEB Grocery Store. Der würde auch ganz gut passen. Ja, das passt sich hier ganz gut ein. Machen wir das mal nebeneinander. Die passen auch von den Farbtönen her sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir ziehen die Straße mal noch ein Stück weiter. Oh, damit wir noch genug Fläche haben. Das sollte jetzt... Oh, da war jetzt die falsche. Das ist nicht gut. Wir nehmen die kleine natürlich und ziehen die da durch. So, und dann werden wir tatsächlich nochmal gleich den großen Baumarkt daneben setzen, also sprich The Home Depot. Oh, lassen wir da aber ein bisschen Platz, dann zwischen, da können wir dann hier nochmal vielleicht mit einer Straße durchgehen, mittels Anarchy. Und dann ziehen wir jetzt zum Schluss noch ganz kurz schon mal die Straßen auf. Dann haben wir schon mal die Optik und dann werden wir das auf jeden Fall hier nochmal gut gepflegt machen. Wenn wir mal einen schlechten dazwischen setzen. Und dann kriegt das langsam so die Optik, die ich möchte. Machen wir das hier mal vor dem Home Depot auch schon. Nee, das müssen wir nacheinander machen. Das können wir jetzt nicht überspringen. Und dann kriegen wir hier ordentliche Parkflächen. Das sieht auf jeden Fall sehr amerikanisch aus, auch wenn es natürlich jetzt für unsere Verhältnisse total übertrieben ist. So, dann würde ich auch sagen, das hatten wir ja freigelassen. Dann ziehen wir hier nochmal eine kleine Straße durch. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und lassen wir ein klein bisschen Abstand.
glaube, wenn wir hier durchgehen, ist das gut. Ja, und das werden wir dann noch ausgleichen. Da kommt dann noch der Surface Painter zu am Einsatz. Und dann setzen wir nochmal die restlichen Parkplätze hier hinten. Und da würde ich sagen, fully maintained, also schlecht gewartet, hier vorne hin. Und brechen wir ein bisschen damit. Ich glaube, das ist ganz nett. Und dann hier nochmal ein. Dann können wir hier nochmal außen eine Straße runterziehen. Und dann haben wir eigentlich das komplette Gebiet schon umgestaltet. Und die werden dann hier auch ordentlich zu tun bekommen. Ja, ich glaube, das geht sich aus. Dann müssen wir ja beim nächsten Mal weiterbauen dran. Denn für diese Folge sollten wir jetzt auch wirklich zum Ende kommen. Ich glaube aber, unsere Amerikanisierung hier, oh, die hat schon gewirkt. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Sehen wir da hinten noch den Street Arrows Mod in der Ansicht hier. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein, wie gesagt, für diese Folge. Haben wir einiges geschafft, denke ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit City Skylines und Cedar Bay weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.